Ja, ich denke, am besten und einfachsten lässt sich das System der pauschaldotierten Unterstützungskasse erklären, wenn man es mit einer herkömmlichen Versicherungslösung in der betrieblichen Altersversorgung vergleicht. Wenn hier mal diese Folie, die, glaube ich, alles aussagt. Bei der herkömmlichen Versicherungslösung verzichtet natürlich der Arbeitnehmer zum Beispiel auf 100 Euro von seinem Gehalt, von seinem Lohn. Die 100 Euro werden nicht versteuert, nicht verbeitragt, weder arbeitnehmerseitig, Sozialversicherungsanteil noch arbeitgeberseitig. Und der Arbeitgeber macht im nächsten Schritt einfach eine Überweisung. Die 100 Euro werden 1:1 an eine Versicherungsgesellschaft überwiesen. In dem Punkt besteht bereits ein kleines Problem. Die Liquidität fließt also unwiederbringlich, unwiderruflich, nicht rückholbar, in der Regel auch nicht stornierbar oder kündbar aus dem Unternehmen ab. Das ist vielleicht das Gleiche auch, wenn er das Gehalt zahlen würde, auch dann würde die Liquidität abfließen. Von da gesehen ist es kein Vorteil. Aber das große Problem ist, § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, die Haftung bleibt beim Arbeitgeber. Die Liquidität ist aus dem Unternehmen abgeflossen und die Haftung, die bleibt im Unternehmen zurück. Umgekehrt wäre es im Ergebnis besser. Aber schauen wir uns mal die Mitarbeiterseite an. Auch die Mitarbeitersituation, die ist nicht viel besser. Der Mitarbeiter bekommt zum Schluss eine in der Regel kleine überschaubare Leistung. Jeder kennt selbst die Renditen von Versicherungen. Stiftung Ökotest hat teilweise negative Renditen im letzten Jahr in der betrieblichen Alterssorgung berechnet. Frankfurt Allgemeine Zeitung hat einen Artikel veröffentlicht, nachdem von 42 untersuchten Versicherungen die eingezahlten Gelder erst nach 14,5 bis 20 Jahren wieder vorhanden sind. Also es dauert 14,5 bis teilweise 20 Jahre, bis die eingezahlten 100 Euro wieder in der Versicherung vorhanden sind. Das ist alles andere als interessant für den Arbeitnehmer. Ganz anders schaut es in der pauschaldotierten Unterstützungskasse aus. Natürlich ähnlich, der Arbeitnehmer verzichtet ebenfalls auf 100 Euro. Die 100 Euro werden ebenfalls nicht verbeitragt, nicht versteuert, weder Arbeitgeber noch arbeitnehmerseitig verbeitragt, sozialversicherungsrechtlich. Der große Unterschied ist, dieses Geld fließt nicht ab. Dieses Geld bleibt im Unternehmen. Es bleibt nicht nur dieses Geld im Unternehmen und genauso wie bei der Versicherungslösung die Sozialversicherungsanteile, sondern es gibt in der Regel noch Steuervorteile obendrauf. Also es bleibt das Geld plus Steuervorteile in der Regel vorhanden. Das ist mal für den Arbeitgeber relativ interessant. Warum bleibt es im Unternehmen? Weil der Mitarbeiter sagt, ich lasse es dir, lieber Arbeitgeber, und du gibst mir eine Verzinsung. Der Arbeitgeber gibt eine Verzinsung in Höhe von 2,75%, was er für richtig hält. Er entscheidet, was er hier für fair und angemessen enthält. Und der Mitarbeiter hat natürlich ab dem ersten Euro eine Verzinsung mit diesem, ja im Vergleich zu jetzt, zur Versicherungslösung garantiert, sehr attraktiven Zins. Und wenn wir uns das betriebswirtschaftlich überlegen, passiert eins, der Arbeitgeber hat vom Mitarbeiter ein langfristiges Darlehen erhalten. Er hat vor allem ein zinsgünstiges Darlehen erhalten. Und was das Entscheidende ist, er hat ein Darlehen zur freien Verfügung, zur freien Verwendung erhalten. Er muss das Geld nicht anlegen, er muss nicht bestimmte Dinge mit dem Geld machen. Er kann das natürlich anlegen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, das anzulegen, aber er ist frei. Er kann auch jederzeit auf das Geld und auf die Liquiditätsreserven zurückgreifen. Unwahrscheinlich große unternehmerische Freiheiten, die hier entstehen. Für einen Mitarbeiter sieht es nämlich so aus, der Mitarbeiter hat deutlich höhere Leistungen. Er hat deutlich höhere Renten, deutlich höhere Einmalzahlungen am Schluss. Warum? Weil die Kosten hier nicht irgendwo von den 100 Euro abgezogen werden, irgendwo Betrag von 30-35%, sondern weil sich bereits der erste Euro verzinst. Und zwar in der Regel mit einem attraktiveren Zins, den der Arbeitgeber gibt. Im Normalfall bei unseren Trägerunternehmen schaut es so aus, der Arbeitgeber gibt sogar noch einen Zuschuss obendrauf. 30%, 50%, vielleicht unterschiedlich nach bestimmten Mitarbeitergruppen oder nach bestimmten Mitarbeiterklassen. Warum macht er das? Weil er seinen Mitarbeitern was Gutes tun will. Weil natürlich auch dieser Zuschuss nicht aus dem Unternehmen abfließt, sondern nur zu Steuervorteilen führt. Praktisch wie eine Abschreibung, wie eine Rückstellung. Liquiditätsvorteile aus Steuern, ohne dass ich was nach außen zahlen muss. Das macht es ihm natürlich leicht. Wenn der Mitarbeiter ausscheidet, in den ersten 5 Jahren verfällt der arbeitgeberfinanzierte Zuschuss, muss also überhaupt nichts zahlen. Und im Endeffekt will er ja, dass mehr Mitarbeiter mitmachen und die Mitarbeiter mit höheren Beträgen mitmachen.
Und warum ist der Mitarbeiter bereit, das im Unternehmen zu lassen? Einfach weil er versteht und weil es ihm auch erklärt wird. Damit wird das Unternehmen gestärkt, der Arbeitsplatz gestärkt, die Wettbewerbssicherheit, die Krisenfestigkeit, letztendlich der eigene Arbeitsplatz. Und er erhält eine attraktive Verzinsung. Und die entscheidende Frage, die ein Mitarbeiter immer beantwortet haben will, was ist wenn? Ja, wenn das Unternehmen insolvent geht, der schlimmste Fall, dann ist es zu 100% gegen Insolvenz gesichert durch den Pensionssicherungsverein, den PSV. Und zwar per Gesetz, ohne dass der Arbeitgeber hier etwas falsch machen kann oder nicht machen kann. Der Schutz ist gesetzlich. Und das ist eigentlich das Entscheidende, warum der Mitarbeiter das macht. Ein einziger Punkt, den der Arbeitgeber letztendlich beachten muss, wenn er dem Mitarbeiter 2,5% zusagt, muss er am langen Ende auch 2,5% erwirtschaften. Wie er die erwirtschaftet, ob er hier Kontokorrentdarlehen zurückzahlt, ob er hier ein Bankdarlehen zurückzahlt oder ob er es im eigenen Unternehmen einfach frei investiert in Wachstum oder ähnliche Dinge oder natürlich auch interessante Möglichkeiten am Kapitalmarkt es anlegt, in einer Vermögensverwaltung, in Sachwerten, in Realwerten. Das ist dem Unternehmer überlassen. Auf jeden Fall hat er immer die Möglichkeit, auch wenn er investiert, an das Geld jederzeit in einer Notfallsituation ranzukommen und hier Liquidität fürs Unternehmen zu schaffen. Und wenn man das Ganze so sieht, dann merkt man die beiden Dinge verglichen. Es ist eine Win-Win-Situation. Der Arbeitgeber gewinnt, der Arbeitnehmer gewinnt. Die staatliche Förderung kommt da an, wo sie auch hingehört, zum Arbeitgeber und zum Arbeitnehmer. Bei Win-Win stellt sich natürlich immer die Frage, wer ist der Verlierer? Und der Verlierer ist eigentlich nur die Versicherungsgesellschaft, die ist hier überflüssig. Die Versicherung braucht man in der betrieblichen Alterssorgung nicht. Man braucht ein sauberes arbeitsrechtliches Gerüst, sauber betriebswirtschaftlich durchgeführt, das natürlich verwaltet, kontrolliert und rechtlich sicher ausgestaltet. Das ist das Einzige, dass das Ganze zum Wohl und zum Nutzen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer funktioniert. Und dann kommen die normalen interessanten Effekte wie Mitarbeiterbindung, Vorteile bei der Mitarbeitergewinnung, Fachkräftegewinnung durch die hohe Effizienz, durch den hohen Nutzen und natürlich das Thema Liquidität, Liquiditätsreserve durch den fehlenden Abfluss, die kommen automatisch und fügen das Ganze zu einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Ganzen.